Ich hatte es letztens schon mal erwähnt, als ich von meinem Unfall erzählt hatte, dass ich gegebenenfalls über meine Führerschein-Odyssee erzähle. Ja, so habe ich es jetzt genannt. Und heute ist es soweit. Odyssee trifft es echt gut, ja, dieses Wort, weil ich hätte nie gedacht, dass es so eine lange Geschichte wird. Durch verschiedene Gründe, da komme ich gleich auf zurück. Vorab gesagt, habe ich auch schon mal erwähnt, ja, als Kind. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss ganz früh erwachsen werden. Ich will einfach 18 sein. Konnte es nicht abwarten, ohne zu wissen, was alles auf einen zukommen wird dann. Und genauso gut wollte ich den Führerschein machen. Ja, am liebsten schon als Kind, aber es geht natürlich nicht. Wir sind so weit gekommen, dass wir mit dem Auto auf Plätze manchmal gefahren sind, wo ich dann auf dem Schoß sitzen konnte. Einfach mal, um so ein bisschen zu lenken und das Gefühl zu haben, ich würde Auto fahren. Fand ich richtig cool. Oder ein paar Jahre später dann, weiß ich, im Teenie-Alter irgendwann, meinem Onkel, er hatte so einen ganz alten Golf stehen in so einer Scheune. Und dann sind wir auf so einer Landstraße einfach, oder nicht Landstraße, aber zum Wald hin. Und dann konnte ich da so Schalten üben und was weiß ich. Das war natürlich nicht mit viel Erfolg verbunden, aber es hat Spaß gemacht, nach vorne zu springen. Ja, das war meine Fahrerfahrung dann. Trotzdem hat es Spaß gemacht, weil, ja, ist einfach cool. Und dann war ich irgendwann in dem Alter gewesen, wo ich den Führerschein hätte machen können. Da hatte ich plötzlich so eine Anti-Haltung gehabt. Ich weiß nicht mehr warum und habe mir so gedacht, für was brauche ich denn einen Führerschein? Ich bin doch eh in Berlin. BVG, öffentliche Verkehrsmittel. Ja, für was brauche ich denn Führerschein? Ist doch Quatsch. Irgendwann lagen mir natürlich meine Eltern in den Ohren. Ich vermute mehr meine Mutter. Mein Vater war da schon weg, aber der wird da mit Sicherheit auch noch mit reingeredet haben. Von wegen, mach doch einen Führerschein. Wird dir alles bezahlt, ist ja kein Thema. Und du musst dran denken, das bringt dir auch Vorteile, wenn du dann einen Führerschein hast, wegen der Arbeit und was weiß ich. Irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich mache das halt. So ein bisschen. Ich hatte nicht so wirklich Bock drauf, aber ich dachte, nee, komm, das ist wahrscheinlich das Richtige, das zu machen. Außerdem, im Ursprung wollte ich es eigentlich immer machen. Und dann, ich weiß nicht, wer das rausgesucht hatte, gibt es halt im Umland auch Fahrschulen, die sind so ein bisschen günstiger. Und das Krasse war, die Fahrschule hat einen immer abgeholt von zu Hause. Das war so ein Golf, damit man mal eine Vorstellung hat. Ich weiß nicht, Golf 5 oder keine Ahnung, ist schon Jahre her. Und das ist cool gewesen. Also zur Theoriestunde musste man selber hin, aber sonst wurde man abgeholt und dann nach der Fahrstunde wurde man nach Hause gebracht. Das ist schon, also kennst du so eigentlich nicht. Anfangs war alles schön und gut und irgendwann sind wir hier auf die B96, so eine Bundesstraße. Na, geht hier los und dann Mariendorfer Damm und Tempelhofer Damm. Und da ist schon gut was los auf der Straße. Da muss man sich schon durchsetzen können. Natürlich als Fahrschulwagen hat man immer einen Vorteil, dass man eigentlich erkannt wird. Aber trotzdem, wenn er drin sitzt, du bist einfach aufgeregt. Ich war auf jeden Fall aufgeregt gewesen. Und der Fahrlehrer, ich weiß nicht, ob er einen schlechten Tag hat oder keine Ahnung, das habe ich bis heute nicht ganz begriffen. Wir sind fahren so und ich sollte die Spur wechseln. Ich habe da irgendwas nicht richtig gemacht oder was weiß ich. Und plötzlich ist der total ausgeflippt und sagt, wir müssen jetzt ran, wir müssen jetzt anhalten. Und dann sagt er so zu mir, ja, hier, rote Karte, die Fahrt ist für heute beendet. Und hat mich nach Hause gebracht. Und ich dachte so, was ist hier gerade passiert? Ich so, scheiße. Und ich muss echt sagen, das hat mich megamäßig verunsichert und ich hatte keinen Bock mehr. Das war dieses Short Story. Ich hatte auf jeden Fall ein paar, also zu dem, ich hatte auf jeden Fall ein paar Theoriestunden. Ich hatte bestimmt auch schon mal gefahren, aber das war dieser Punkt, wo plötzlich alles schiefgelaufen ist. Und der hat mich so mega verunsichert mit seiner Aktion, mich da zusammenzuscheißen, nur weil ich irgendwie, ich weiß nicht mehr, bei der Spurwechsel irgendwas war nicht ganz richtig, was, ich weiß nicht, was man von einem Fahranfänger erwarten soll. Plötzlich ist der so ausgeflippt und sagte, jetzt ist vorbei, rote Karte, daran kann ich mich noch erinnern. Und wir fahren jetzt nach Hause. Was dann genau passiert, das weiß ich alles nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann diese Fahrschule abgebrochen, hatte ich keinen Bock mehr drauf und dann hatte ich erst recht gar keine Lust mehr. Aber ich wollte nicht aufgeben. Und habe dann eine Fahrschule rausgesucht, wo meine Schwester damals auch war, ja, weil die auch in der Umgebung ist, hier in Berlin wiederum. Dachte so, Mensch, wenn sie da war, wird alles gut sein, hin und her, ist so alles cool. Komme ich da an und früher, mittlerweile sind die schon ein paar Mal umgezogen, früher war es so, das gehört auch zu B96, ist halt eine ewig lange Straße so. Und man musste immer rückwärts aus der Ausfahrt auf diese Straße fahren, um einfach aus dieser Fahrschule sozusagen rauszukommen, zu dem Zeitpunkt jedenfalls. Dann sind die umgezogen, da war es, aber ist auch scheißegal. Auf jeden Fall, ich komme da an und dann dieser Fahrlehrer, der hatte wohl nicht genau Ahnung, wie viel Vorerfahrung ich schon hatte. Also nicht so viel. Außerdem ich war dann noch mehr aufgeregt als schon halt früher und verunsichert ohne Ende. Und das Erste, was der mir erzählt, ja, jetzt zeig mal, wie du schaltest. Ja, wie sieht denn das aus? Ja, fahr mal hier rückwärts raus. Ich so, okay. Hab das irgendwie hinbekommen.
Ja, und dann fahren wir mal zu so einem Lidl-Parkplatz und wie lenkst du denn? Wie hältst du denn das Lenkrad und was weiß ich? Denk mir so, Alter, was ist denn hier los, ey? Ich fahre hier gerade wieder das erste Mal nach weiß ich wie langen Zeiten. Kann man nicht mal ein bisschen entspannter bleiben? Ich habe doch gar nichts gemacht so. Ja, natürlich, man redet den Fahrlehrer, mit dem redet man nicht so. Ich konnte den sowieso nicht leiden, aus einem Grund. Und das dürfen jetzt Leute nicht persönlich nehmen. Genauso ist es ja mit bayerischem Akzent oder was weiß ich. Ich zum Beispiel könnte ja bayerisch sprechen, wenn ich jetzt da jahrelang aufgewachsen wäre, oder auch schwäbisch. Und beides hört sich für mich cool an, aber ich weiß, dass manche das auch nicht leiden können. Und genauso wenig kann ich sächsischen Dialekt leiden. Hat nichts mit den Menschen zu tun, aber es hört sich für mich einfach komisch an. Oder auch fränkisch. Bah. Sorry, kein Disrespect, aber dieser Dialekt ist einfach nicht so toll. Ja? Das muss man jetzt nicht persönlich nehmen. Und ich würde es auch nicht persönlich nehmen, wenn einer sagen würde, Mann, wie redest du denn? Auf jeden Fall hat der so einen komischen sächsischen Dings. Ich so, super. Aber das hat ja eigentlich mit dem einen nichts zu tun. Trotzdem hat mich das schon so ein bisschen, naja, fand ich ein bisschen, hab mich ein bisschen genervt. Aber ich habe mir ja trotzdem mehr Mühe gegeben. Das hat ja nichts mit, so war es ja, also. Und fahre da und dann sagt er so, ja, wie lenkst du denn? Und bla 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 und quatsch mich voll und mach mich fertig. Und ich denke mir so, ey, was ist jetzt schon wieder los? Ich habe doch gar nichts gemacht, ja. Und gut, da habe ich dann wahrscheinlich schnell aufgegeben, habe diese Fahrschule auch wieder hingeschmissen, habe gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich will keinen Führerschein mehr machen. Für mich ist dieses Thema durch. Anscheinend bin ich dafür nicht geeignet, weil ich es einfach nicht hinbekomme. Habe mir dann selber schon so eingeredet, als wäre ich irgendwie zu schlecht, um einen Führerschein zu machen, wo man sich einfach mal denken muss, bist du eigentlich bekloppt. Aber in der Zeit muss das so gewesen sein. Wie gesagt, ich war verunsichert durch diese Aktion mit dem einen Fahrschullehrer, what the fuck. Und dann natürlich diese Sachen, die da passiert sind, haben mich halt noch mehr verunsichert. Und das muss man jetzt nicht unbedingt verstehen können, wenn er sagen würde, ey, was ist das? Da muss man sich mal ein bisschen zusammenreißen. Meinetwegen kann man so sehen, aber bei mir war es halt so, was soll ich jetzt machen? Das ist halt die Wahrheit. Und dann habe ich das hingeschmissen und habe gesagt, nee, ich habe keine Lust mehr. Und dann war mir auch egal, was meine Eltern sagen oder so. Ich habe gesagt, ich mache jetzt keinen Führerschein mehr, pfeif drauf. Ja, und ich weiß nicht, wie viel Zeit ins Land gezogen ist. Und mein Vater ist ja so Businessman, also er ist ja kein Familienmensch unbedingt, aber halt Businessman. Und sind immer unterwegs und keine Ahnung, und ich wusste von nichts und plötzlich stand der vor der Haustür. Ja, ich bin hier in Berlin, irgendwie eine Nacht oder so und wollte mal Hallo sagen. Was weiß ich, für mich total komischer Moment, weil ich habe auch schon jahrelang nicht mehr mit dem richtig gesprochen und so. Und dann irgendwie an dem Abend hat man sich dann so unterhalten und dann sagt er so zu mir, ich habe mitbekommen mit dem Führerschein, was ist da los? Das kann ja nicht sein und was weiß ich. Ich sag so, ja, und hin und her, habe diese ganze Geschichte halt erzählt, die so passiert ist, wie ich es jetzt auch ungefähr erzählt hatte. Wahrscheinlich damals noch detaillierter, weil ich noch viel mehr wusste, ich habe schon einiges vergessen. Auf jeden Fall sitzen wir da so, dann sage ich so, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr am Führerschein. Dann sagt er so, was ist mit so einer, was ist denn mit so einer, wie heißt es, Ferienfahrschule oder so. Und sag ich so, ja, ich weiß nicht. Und dann sagt er so zu mir, ey, pass auf, wenn ich eine Fahrschule finde, die irgendwie so berücksichtigt, was du da erzählt hast, wenn ich das finde, dann machst du es aber auch. Meine, bezahlt wird sowieso, machst es dann aber auch. Und dann sage ich so, okay. Ja, dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen, Fahrschule Rekord an der Schlossstraße, ja, in Berlin. Wer sich auskennt, weiß, wo die Schlossstraße ist. Eine sehr belebte, ja, mit Touris und vielen Autos, volle Straße. Ich denke mir im ersten Moment so, ja, geil, das kann ja was werden. Aber auf der Internetseite, zumindest damals, ich weiß schon, ich war ja vorhin, war ich kurz auf der Internetseite, weil ich was wissen wollte. Weil das zweite Auto in der zweiten Fahrschule war so ein VW Polo Cross und in der dritten, aber jetzt haben die nicht mehr, klar, schon jahrelang her, hatten die, wie heißen die? Peugeots, genau. Das ist ja recht ungewöhnlich für eine Fahrschule. Stach für mich so ein bisschen heraus, aber das ist nur so ein kleines Detail, um auch da so eine Vorstellung zu haben, aber ich weiß nicht mehr genau, welches Modell das war. Und da stand auf deren Internetseite, zumindest damals, ja, wir gehen darauf ein, wenn Leute verunsichert sind und sich nicht mehr trauen zu fahren und was weiß ich. Und dann dachte ich so, cool. Natürlich hatte ich dann einen verhältnismäßig weiten Weg dorthin, aber das war auch nicht schlimm. Ja. Und als ich da angekommen bin, das war wirklich wie Tag und Nacht. Also das war richtig cool. Dieser Fahrlehrer war auch mega nett. Und das Erste, was er so gesagt hat, komm, wenn du mal dann bereit bist, dann fahren wir mal und wir können ja mal zu so einem Platz oder weiß ich, wo das war, mal hinfahren. Schauen wir mal, wie es geht. Und eins ist klar, wenn es nicht direkt klappt, ist nicht schlimm. Wir haben alle Zeit der Welt, so gefühlt. Ich denke so, krass. Okay. Und durch dieses Zugerede und einem sozusagen positiv zureden, und der hat mir auch manchmal, also wie kennt man ja so Gespräche mit Fahrlehrern, aber mit den anderen hatte ich eigentlich fast gar keine Gespräche. Die waren immer nur abgefuckt.
Und der eine redet Sächsisch, ja. War so Spaß. Auf jeden Fall hat der auch von sich erzählt, hat richtig krass Interesse gezeigt, ja. Das ist ja das Ding, das wissen wir ja alle. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Zum Beispiel der große Bruder von meinem guten Kumpel, der ist selber Fahrlehrer, hat eine eigene Fahrschule. Ich weiß gar nicht, und der ist richtig cool, aber ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist, weil wir haben damals auch mal darüber gesprochen, wir haben das. Da gehört auch pädagogisch was einfach dazu. Das kann einfach nicht jeder. Du kannst nicht jeden Fahrlehrer, und ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, ob die auch sowas machen müssen. Auf jeden Fall, bei dem war es halt dann wirklich so gewesen, der hat sich wirklich interessiert für einen, hat mit einem halt wirklich ganz normal gesprochen, hat von sich Sachen erzählt und hat halt gesagt, ey, es ist nicht schlimm, wenn die Sachen nicht direkt funktionieren. Es ist alles easy. Wir kriegen das schon hin, schaltest du so und bla bla bla, hat dir alles gezeigt. Lenkrad, halten, was weiß ich, keine Ahnung, was war alles da. Und dann die Blicke, kennt man ja alles, kennt ihr ja alles. Und dann habe ich ganz schnell Fortschritte gemacht. Ganz schnell. Ich weiß gar nicht, das war insgesamt gar nicht so ein langer Zeitraum dann. Weil dann war ich, habe ich so richtig wieder Feuer gefangen. Dann war ich wieder richtig dabei, weil ich habe gar kein, ich habe ja keine, ich habe ja keine Angst vorm Autofahren eigentlich. Ich war nur verunsichert wegen dieser Art und Weise, wie die mit einem umgegangen sind. Besser gesagt, mit mir halt umgegangen sind. Und plötzlich war das kein Thema mehr. Und der war auch so, hat auch so gezeigt, dass er ihn auf einen so ein bisschen stolz ist und so weiter. Ja, und dann irgendwann kam es zu der Fahrprüfung. Und dann sagt er noch so zu mir, na, bist du aufgeregt? Und ich so, ja, du machst ja Witze. Aber es war richtig cool. Und da hatte ich diese Fahrprüfung gehabt. Und ich weiß nicht, ob es da jedem so ging. Also für mich war es erstmal so, als wäre das von der Zeit her gar nichts gewesen. Plötzlich war es wieder vorbei. Ja, parken sie eigentlich so, hä, sind wir schon fertig? Und dann, aber das weiß ich bis heute nicht, warum das passiert ist. Also ich hab ja bestanden direkt, aber ich bin aus irgendwelchen Gründen zu nah an parkenden Autos lang gefahren. Ja, das war so ein, was mir dann im Nachhinein erzählt wurde, das ist mir nicht aufgefallen. Aber das war jetzt kein Grund, einen nicht bestehen zu lassen. Weil ich bin ja nicht dagegen gekommen. Am Ende des Tages ist es ja scheißegal, ob ich mit einem Millimeter an Autos vorbeifahren würde. Solange nichts passiert, passiert nichts. Aber sie haben natürlich darauf hingewiesen. Und das habe ich bis heute nicht vergessen. Und immer wenn ich fahre, ich gucke manchmal noch so und denke an diesen Satz noch zurück. Ja. Aber, und dann. Dann war ich einfach mega froh. Und hat sich auch für einen wirklich gefreut, dieser Fahrlehrer. Der hat sich wirklich für einen gefreut und sagt, ey, hast du gut gemacht und ey, top. Ja. Und deswegen akzeptiere ich das auch nicht, wenn Leute sagen würden, zum Beispiel, ja, was stellt sich so an und so. Ja, es ist halt so. Nicht jeder, es ist bei jedem unterschiedlich. Guck mal, Leute, das habe ich mich auch gefragt, ja, da habe ich auch nicht Verständnis gezeigt. Warum fallen Leute manchmal, weiß ich nicht, fünfmal durch die Theorieprüfung durch? Wo man sich auch denkt, Junge, wie schwierig kann es sein? Aber da gibt es halt dann auch verschiedene Leute, die haben halt da irgendwelche Defizite, was weiß ich. Das muss man halt auch, erstmal ist es ja eh nicht deine Sache oder meine Sache, wie oft jemand für irgendwas braucht. Aber das wird auch seine Gründe haben. Und da darf man nicht so halt so. Weiß nicht, negativ, keine Ahnung, ich fehlen gerade die Worte, wie man es genau sagen würde. Auf jeden Fall, bei mir war das so und ich bin mir sicher, dass es auch andere, auf jeden Fall ehemals Fahrschüler geben wird, die mit Sicherheit auch einiges erlebt haben und Schwierigkeiten hatten und was weiß ich. Und ich finde es gut, dass es dann halt so Fahrschulen gibt, die dann sagen, wir spezialisieren uns so ein bisschen darauf und kriegen das dann gut hin. Und dann hat alles geklappt und dann habe ich meinen Führerschein gehabt. Ja, und seitdem bin ich auf den Straßen unterwegs und diese Geschichte mit der Schlossstraße kam mir dann eigentlich extrem entgegen, weil dieser Verkehr, der dort herrscht und durch diese Straßen durch, wo dann alles gefühlt kreuz und quer parkt, ja, in Anführungsstrichen, aber ihr wisst vielleicht, wie ich es meine, wenn du da durchkommst, wenn du da durch bist, ja, dann ist eigentlich jeder andere Verkehr, also zumindest hier in Deutschland, würde ich mal sagen, da kann nicht mehr viel kommen, was dich irgendwie aus der Ruhe bringt, ja. Das hast du dann schon gut hinter dir, was da so kommen kann. Ja, das war meine Geschichte zum Führerschein. Gerne, wie immer sage ich ja gerne, wenn man will, seine Story oder was dazu sagen. Und ansonsten war es das für heute. MKs raus. Bis zum nächsten Mal.